Yo, bitte, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wie ihr schon an dem ersten Clip sehen könnt, heute wird wieder mal eine gottlose Folge. Und mit gottlos meine ich wirklich gottlos. Also schnallt euch schon mal an und seid ready für das, was euch heute erwartet. Diese Familie wollte sich einen schönen Abend machen. Und was gehört da natürlich dazu? Richtig, ein paar Gesellschaftsspiele. Kein Plan, was sie hier spielen, aber scheint ja nach einem Plan auszusehen. Oh, ja, geiles Spiel. Natürlich musste wieder der Onkel rein. Ich komme nicht drauf klar, wie er dort auf diesen Tisch drauf springt und dann einfach so stumpf liegen bleibt. Na, Lil Bro hat den ganzen Abend ruiniert. Das war's. Das Spiel hat ja super geklappt. So eine kurze Frage. Habt ihr eigentlich Tattoos? Wenn ja, dann, ja, ist cool und so. Aber der hier hat 100% das beste Tattoo, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ich sehe so die erste Sekunde und denke mir so, oh damn, okay, mit Reveal, alles wird so richtig schön aufgedeckt. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig heftiges Tattoo. Bro, what the f*** ist das denn? Wieso hast du dir das Roblox Smileface tätowiert? Und sogar zweimal tätowiert. Ich sag ehrlich, ist bisschen weird, aber irgendwas hat es. Irgendwie sieht es nice aus. Wie es mich so anlächelt. Ein perfektes Tattoo. Bei 5 Likes auf diesem Video werde ich mir dieses Tattoo stechen. Okay, und kommen wir von dem lustigen Roblox-Tattoo direkt zu etwas Ehrenlosen. Ich habe keine Ahnung, wieso diese Person so etwas tut, aber das ist ultra abgefuckt. Wir sehen hier einen Motorradfahrer, der auf dem Gehweg fährt. Und dort sind zwei Leute und der eine von denen genießt gerade genüsslich seine Pizza. Nee, hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Wieso? Wieso und warum? Was hat dir der Typ, der dort stande, getan? Der Arme dort wollte einfach nur entspannt seinen Abend ausklingen lassen und sich eine schöne Pizza reinsnacken. Und dann kommt random ein Typ auf dem Motorrad und reißt ihm den Pizzakarton aus der Hand. Warum? Was bist du denn für ein Mensch, dass du so etwas tust? Was muss man für ein Loser sein, um anderen Leuten die Pizza wegzunehmen am Abend und sich dabei noch cool zu fühlen? Nee, das geht wirklich nicht. Der tut mir ultra leid. Der steht dort jetzt einfach, ja, alleine, ohne seine Pizza. Ja, und genauso gottlos geht es weiter. Wir werden uns auch erstmal nicht erholen hier in dieser Folge. So, schaut mal, ich sehe wieder die erste Sekunde und denke mir, ja, wird doch ein süßes Video. Die zwei sind dort auf der Tanzfläche, sind dort bestimmt schön am Tanzen. Ja, und mal gucken, zu welchem Lied sie tanzen. Nee. Wer ist der DJ? Wer auch immer der DJ ist, haut den raus, verbannt den. Was macht der da? Was ist das für ein ekelhafter Typ? Nein. Ey, dort sitzt eine Frau im Rollstuhl und er entscheidet sich dafür, das Lied zu spielen. When your legs don't work like they used to before. Ey, Bro, das ist wirklich eine Stufe zu weit. Das ist absolut ehrenlos, absolut gottlos. Das geht gar nicht. Alter, ich glaube, das ist wirklich ein Partycrasher. Entweder feiert das die Crowd und die ganzen Leute dort ultra ab und sie gehen danach richtig turn und es wird ein lustiger Abend. Oder die feiern es überhaupt nicht und hassen dich und beschmeißen dich so mit Müll. Ich glaube, hier war es eher die zweite Option. Erstmal Handschellen anlegen, damit er nicht wegläuft. Ey, nein! Wieso muss es denn genauso ehrenlos weitergehen? Was passiert denn jetzt hier schon wieder? Wieso halten diese drei Polizisten diesen armen Mann im Rollstuhl fest und halten ihm die Augen zu? Wozu? Was soll er machen? Ey, das ist echt gottlos, ne? Die legen dem auch wirklich Handschellen an. Was will er jetzt machen? Soll er wegrollen oder was? Na, das ist wirklich wieder mal eine Stufe zu weit. Der arme Typ. Also ich meine, wir kennen jetzt den Kontext nicht, aber... Kommt schon, chillt. Was wollt ihr als nächstes machen? Eine Parkkralle an den Rollstuhl packen oder was? Okay, ich weiß, was hier jetzt passiert. Er wird einen richtig, richtig coolen Flip in das Meer machen.
Oh oh, da unten kommt noch jemand anderes. Holy shit! Wir haben auf jeden Fall einen Gewinner für heute. Herzlichen Glückwunsch zum besten Stunt. Ich muss das nochmal sehen. Wie kann man das so präzise hitten, ohne hinzuschauen? Volltreffer, 10 von 10 Aim. Ich glaube, schlimmer hätte es nicht enden können. Aber als kleiner Disclaimer, den beiden Personen ist natürlich nichts passiert. Wie ich schon gesagt habe, es ist nur ein Stunt. Die beiden sind Stuntmänner und es ist alles so geprobt. Sowas passiert echt nur einmal. Ach ja, was wäre ein Bennett-Video ohne meinen Bildungsauftrag zu erfüllen? Ich sag's ja immer, jeden Tag eine gute Tat. Und genau das hat sich auch dieser Motorradfahrer hier gedacht, als er diesen armen Typ auf der Straße mit seinem Fahrrad strampeln gesehen hat. Wow, was für ein Ehrenmann. Da wird mein Herz direkt warm. Schaut mal, sowas meine ich mit Ehrenmännern. So verdient man sich wirklich den Ruf eines Ehrenmanns. Er sieht ihn einfach und hat Mitleid mit ihm und ist so korrekt und schiebt ihn wirklich bis mit nach Hause. Ja, klasse, super. Natürlich musste es wieder so enden. Nein, 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 es kann ja kein Video geben mit einem Happy Ending, ne? Geht ja nicht, geht ja nicht. Ach du Scheiße, Mann, das alles umsonst. Er hat den Typen wirklich, wirklich umsonst mit nach Hause genommen. Die ganze Anstrengung, die ganze Zeit, die ganze Mühe, alles ist den Bach runtergegangen. Wieso musste er auch so Wieso konnte er nicht ganz normal die Kurve nehmen? Wieso? Ja, jetzt liegt er da im Gebüsch. Oh Mann, ist das schlecht schon wieder. Und deswegen, ja, einfach auf die gute Tat am Tag. Einfach direkt drauf. Komm, es bringt doch sowieso nichts. Und genau das haben sich auch diese Butchies hier in diesem Video gedacht. Die haben sich auch gedacht, yo, die guten Taten. Lass lieber direkt Gangster und Verbrecher werden. Und das kommt dabei rum. Gott, oh Gott. Die haben zu viel TikTok geschaut. Ey, was machst du da? Nimm den Mittelfinger runter. Was versuchst du hier? Versuchst du wirklich cool zu sein? Mit euren Bandanas. Ihr seht nicht cool aus, Mann. Ihr seht wirklich aus wie die Goofy-Bande aus dem Jahr 2024. Was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr mein Geld? Oh, da kommt ja noch einer dazu. Natürlich sind sie nicht zu dritt. Oh, und da hinten habe ich noch den fünften entdeckt. Natürlich, natürlich reden wir hier nicht nur von zwei, drei Personen. Nein, 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 nein. Wir reden hier von einer kriminellen Organisation, die sich nur im Untergrund verbirgt. Der in der Mitte denkt auch, er ist Main Character. Er hält immer noch den Mittelfinger nach oben. Chill doch mal, Bro. Ey, wenn ich das sehe, erinnere ich mich wirklich wieder an den aktuellen Status an unserer Welt zurück. Wir sind verloren, Bro. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die sind da wirklich zu 5, zu 6, zu 7. Keine Ahnung, wie viele Leute sich noch hinter der Kamera versteckt haben. Aber die machen mir hier auf Gangster Mangster und zeigen Stinkefinger und haben ein Bandana auf. Oh, hell no. Na, Bro, das ist wirklich cringe as. Wieso macht ihr das? Wieso könnt ihr nicht normale Kinder sein und jetzt in diesem Alter einfach Fortnite spielen oder keine Ahnung? Wieso muss es das sein? Ich komme darauf nicht klar, ne? Und die verabreden sich auch noch safe am Wochenende so zum nächsten Elfbar-Klau. Und genau so sieht das dann aus. Der Moment, wenn die Tankstelle mir keine Elfbar verkaufen will. Oh nein, was erwartet mich jetzt schon wieder? Hallo, hallo, hallo. Okay, okay, wir haben verstanden. Du hast keine Elfbar bekommen. Aber was soll das denn jetzt? Yo, das Auto ist einmal durch die Tankstelle, straight up durch, direkt, einfach geradeaus, Kerzen durch und kommt hinten wieder raus, als wäre gar nichts passiert. So, einfach, es wird casual weitergefahren. Was sollte das? Stell dir mal vor, du hast so den ersten Praktikumstag bei der Tankstelle. Du freust dich so richtig auf den neuen, chilligen Job. Du weißt, eigentlich hast du gar keine Probleme. Du musst einfach nur hinter der Theke stehen und irgendwelche Leute einfach abkassieren, vielleicht noch einen Red Bull verkaufen, eine Schachtel kippen und das war's. Und auf einmal geht das in deiner Nachtschicht ab. Yo, wahrscheinlich, oder? Das ist so
f***ing random. Das kann ja nur wieder in Duisburg passiert sein. Ja, das war ein bisschen abgef***tes Ende, aber damit ist das Video hier auch jetzt vorbei. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich küsse doch von jedem das Herz, der bis hierhin noch dran war. Wir sehen uns morgen wieder, pünktlich um 14 Uhr. Versprochen. Versprochen, versprochen, versprochen. Ciao.